Dunkelfeldmikroskopie ist eine besondere Form der mikroskopischen Wiedergabe. Hierbei wird eine Kaltlichtquelle so an dem Betrachtungsobjekt herangeführt, dass besonders lichtbrechende kleine Objekte sichtbar sowie die Umrisse von größeren Bestandteilen beleuchtet werden. Der Effekt stellt die Betrachtungsobjekte hell beleuchtet dar. Dadurch verstärkt sich der Kontrast, sodass nahezu unsichtbare, kleinste, aber lichtbrechende Teilchen beobachtbar werden. Um diese kleinsten lichtbrechenden Teilchen geht es hier besonders, da man festgestellt hat, dass ihnen ein Eigenleben innewohnt, welches man nicht mit Brownscher Molekularbewegung erklären kann. Diese in Anlehnung an Wilhelm Reich von uns als Bione bezeichneten hochbeweglichen Körperchen, deren Größe nicht messbar sind, finden sich in allen Gewebe, Körper, Blut- und Pflanzensäften. Sie treten nach bestimmten Mustern auf und mutieren zu größeren Lebensformen, sobald die körperliche Abwehr lahmgelegt ist. Die Frage, ob sie lebensgenerierend oder parasitären Ursprungs sind, kann hier nicht abschließend geklärt werden. Die folgenden Bilder zeigen, dass der als steril betrachtete Blutkörper voll von belebten und unbelebten Fremdstoffen ist, die sich sowohl in roten wie auch weißen Blutkörperchen, Blutplasma, Pflanzensäften sowie salzhaltigen Wässern finden. Die Welt des Mikrokosmoses kann durch die Dunkelfeldmikroskopie neu erlebbar gemacht werden. Nach Professor Dr. Günther Enderlein, 1872 bis 1968, sind die Bakterien und Pilze Klimaxstadien dieser virenartigen Bione. Enderlein ging sogar so weit, dass er sagte, die Thrombozyten sind parasitären Ursprungs und würden als Pilzmyzel das Blut degenerieren und den Krebs auslösen. Die beiden wichtigsten Kreisläufe im Menschen sind Blut- und Lymphkreislauf. 25% davon fallen auf den Blutkreislauf, der leicht basisch, aufbauend im Körper wirkt. 75% davon fallen auf den Lymphkreislauf, der abbauend oftmals mit Azidose zu kämpfen hat. Abbauend in diesem Sinn heißt, die Abfallstoffe der Zellen zu beseitigen. Siehe unseren Beitrag mit Dr. Morse. Das Blut ist also nur ein Teil der lebenserhaltenden Körpersäfte und manche Krebsärzte haben das erkannt und behandeln vorwiegend die Lymphe. Die untersuchten Präparate von Blut, Pflanzensäften und Lymphe, die man hier zu sehen bekommt, zeigen neben den bekannten Bakterien, Pilzen und Viren auch viele kristallartige unbelebte Stoffe, welche aus vormals belebten Strukturen hervorgegangen sind. Außerdem findet man in allen Medien die besagten Bione, welche meist schon nach einigen Stunden verschwanden, wie bei den Pflanzensäften oder aber sich in größere Gebildete umwandelten, wie bei den Blutpräparaten. Die Dunkelfeldmikroskopie macht diese verschiedensten beunruhigenden kristallinen Blutbestandteile sichtbar oder zeigt bekannte Blutbestandteile wie die Granulozyten und Thrombozyten mit erschreckenden granulären Eigenleben, welches auf einen Blutzersetzungsprozess hindeutet. Nach Professor Dr. Günther Enderlein handelt es sich hierbei um bionähnliche, aber nicht mit diesen zu verwechselnden Symbionten, die als mit Eigenleben behaftete Spermiten oder Kernkörperchen des Schimmelpilzes Mucorrhizomus oder Aspergillus niger zu betrachten sind. Die Rolle dieser körperfremden Eindringlinge ist eindeutig abbauender, zersetzender Natur und belasten das menschliche Immunsystem. Die Bione sind überwiegend in frischen Pflanzensäften zu finden, stehen hierzu in konträrer Position, da sie aufbauender, lebensgenerierender Natur sind. Wir haben es also auch hier mit zwei dual wirkenden männlich und weiblichen Urkernkörperchen zu tun. Anders als die etablierte Wissenschaft es darstellt, gibt es ein Leben auf molekularer, atomarer Ebene, welche durch die ungeliebte Dunkelfeldmikroskopie erlebbar gemacht werden kann. Anders lässt sich unser Befund nicht interpretieren. Es ist erschreckend, dass jedermann mit minimalsten Mitteln zu diesen Erkenntnissen kommen kann, während auf der anderen Seite Milliarden für Krebsforschung ausgegeben werden.
Es folgt ein Auszug aus dem Buch von Walter Last, Krebs natürlich heilen. Die Krebsmikrobe. Unabhängige Forscher konnten bei allen von ihnen untersuchten Krebspatienten bestimmte Mikroben nachweisen. Einer der ersten, die diese Mikroben entdeckten, war der deutsche Professor Dr. G. Enderlein, der 1925 die verschiedenen Stadien einer solchen Mikrobe beschrieb, die normalerweise nur als kleine kolloidale Proteineinheit im Körper vorkommt. Bei verschiedenen degenerativen Erkrankungen, insbesondere Krebs, entwickelt sich diese Proteineinheiten zu Kokken weiter, dann zu höheren Bakterienformen und schließlich zu Pilzen. Viele weitere Forscher, Royal Raymond Rife, Wilhelm Reich, Virginia Livingston Wheeler, Alan Cantwell und Gaston Nassens, haben dasselbe Phänomen beobachtet. Diese zellwandlose Mikrobe wird Mykoplasma, Nanobakterie oder schlicht Krebsmikrobe genannt. Sie scheint für einen Großteil des Schadens verantwortlich zu sein, den ein bösartiger Tumor anrichtet. Sie greift das Immunsystem an, sodass dieses die Krebszellen nicht mehr erfolgreich bekämpfen kann. Die Giftstoffe, die sie produziert, verströmen den typisch unangenehmen Geruch von Krebs im Endstadium. Bei Labortieren sorgt die Mikrobe zudem für die starke Auszehrung, die für fortgeschrittenen Krebs ebenfalls typisch ist. Die Versuchstiere, denen sie injiziert wurde, entwickelten Krebs. Einige der Forscher fanden Methoden, die Krebsmikrobe zu zerstören oder einzudämmen, was in vielen Fällen dazu führte, dass der Krebs geheilt wurde oder zumindest zurückging. Die Krebsmikrobe beginnt ihre Entwicklung zumeist als Mykoplasma. Einen Nährboden scheint sie in sich zersetzenden kranken Körperzellen zu finden, insbesondere in DNS-Fragmenten. Je mehr Gesundheit und Vitalität abnehmen, desto stärker wuchert die Mikrobe und entwickelt sich zu verschiedenen Bakterien und später Pilzformen weiter. Indem die Mikrobe Immunsystem und Stoffwechsel schwächt, bereitet sie dem Krebs den Weg. Ihre giftigen Abfallprodukte stören möglicherweise die Atmungskette. Zudem wurde nachgewiesen, dass die Krebsmikrobe einen hormonellen Wachstumsfaktor ähnlich dem produziert, der das Wachstum von Embryonen stimuliert.